Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Sky. Und bevor ihr euch jetzt fragt, Bergmann, warum hast du denn schon wieder Blut im Gesicht? Was ist denn schon wieder passiert? Ich dachte, du wärst endlich mal vorsichtig. Es ist nicht meine Schuld. Wir sind einem unfassbaren Angriff zum Opfer gefallen. Dazu aber gleich mehr. Denn heute möchte ich gerne euch noch stärker mit einbinden, indem ich eure Lesebriefe dafür nutze, eben genau nach diesen von euch genannten Hinweisen nachzugehen. Und einer davon kommt nämlich heute von Julian. Und Julian schreibt Hashtag from the future. Hier eine Idee für einen Bericht in der Zeitung. Man munkelt, dass sich auf Paldado Bay ein mysteriöses Item herumtreibt. Es heißt, dass man damit unsterblich ist und man damit anscheinend fliegen kann. Aber der gute Paluten hält es in einer geheimen Kiste versteckt. Ich glaube, es nennt sich Rod of the Skies. Du solltest dem auf jeden Fall mal auf den Grund gehen. PS, ich hoffe, du liest den Kommentar. Natürlich, ich lese eigentlich alle Kommentare, dementsprechend auch nochmal heute. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen daran arbeiten, dass wir hier sicherer durch die Stadt streifen können. Denn gestern bin ich, wie gesagt, einem Angriff zum Opfer gefallen und abermals von den höchstverdächtigen Buddies. Und was da genau passiert ist, das zeige ich euch jetzt, weil dann seid ihr zumindest im Bilde, warum ich diese Schnittverletzungen habe. Das Ganze habe ich aufgenommen mit der Future Cam. Dementsprechend spiele ich das Band jetzt einfach mal ab, aber ich muss euch warnen, es sind schockierende Aufnahmen. Film ab. Jo, Mann, nicht mich imitieren. Nö, nö, so geht das nicht. Ey! Oh! Das war ein Unfall, Leute. Wieso hat denn der Schwert ihn sofort getötet? So, ne? Das war ein Unfall. Das war ein schrecklicher Unfall. Scheiße. Was mache ich denn jetzt, ey? Ich muss hier irgendwie unterkommen. Wo? Hier unten. Okay. Jojo. Wo ist denn der Eingang zu deinem Haus, Mann? Ich hab Angst. Mann, das ist ja wie bei Maharo. Wo bist du? Hallo? Das war ein Unfall, Haus. Mann. Wo bist du? Es tut mir leid. Ich hoffe, die tun meinem Haus nichts. Und eins hat eine Tierrüstung an. Du bist aber nicht in deinem Haus. Wo bist du, Mann? Das werde ich dir jetzt nicht sagen, Mann. Irgendwo hier ist er. Ich höre ihn. Oder? Nee. Alter! War das knapp? Ich komm raus, wenn du mich nicht tötest! Warte, ich höre dich! So, hier bist du irgendwo. Leute, bitte hilf mir. Benny, siehst du ihn? Free Birgie. Okay, die werden mich töten, Leute. Hä, wie kann man sich denn hier so verstecken? Wo versteckst du dich? Ich will, dass ihr wisst, dass sie mich töten werden. Und ich nehme alles auf. Ich sende jetzt alles direkt ins Internet. Warte. Nein! Da, guck bitte, ihn bitte, an. Bitte, tu mir ich noch nichts. Bitte, bitte, es war ein Unfall. Es war ein Unfall. Bitte, es war ein Unfall, Mann. Ich wusste doch nicht, dass du nur noch ein Herz hast oder so. Und es war Selbstverteidigung. Schrecklicher Unfall. Und was ist der Teil, mit dem du hast einen Kürbiskopf? Das ist kein Kürbiskopf, das ist eine Kamera. Ach so, ist die Future Cam, oder? Ja, genau. Sag mal, goodbye. Ich geh jetzt einfach nach Hause und wir tun so, als wäre nichts passiert, okay? Nö. Leute, bitte. Wir dürfen das, wir sind doch Admins. So nutzt ihr eure Macht aus hier, ja? Ich hab alles auf Video, Leute. Ich hab alles auf Video. Ich bring das groß raus, was ihr beide hier macht, Alter. Nein! Nein! Schockieren, nicht wahr? Damit das nie wieder vorkommt, werden wir jetzt ein bisschen mehr in Richtung Geheimdienst gehen. Und was könnte geheimnisvoller sein als eine getönte Sonnenbrille? Deshalb werden wir jetzt ganz kurz unsere Lesebrille so modifizieren, dass man unsere Augen nicht mehr sehen kann, wodurch wir logischerweise noch unsichtbarer werden als durch die Lesebrille sowieso schon. Ich habe mir das Crafting-Rezept angeschaut. Ich hoffe, dass es genauso einfach ist, wie ich glaube. Ich muss das beide hier zusammenführen, dass wir grauen Farbstoff bekommen und dann eigentlich nur die Brille hier mit dem Farbstoff verbinden. Das hat schon mal nicht funktioniert. Warum nicht? Ach, von oben nach unten. Okay, dann machen wir mal so. Da ist sie.
Nice. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Hey, smarter Boy. Das hat doch hervorragend funktioniert. So, und jetzt werden wir losgehen mit der Future Cam und uns ein bisschen bei Paldado Bay umschauen. Ich habe extra bis tief in die Nacht gewartet, damit nämlich hier Maudado, Zombie und Paluten im besten Fall schon tief und fest schlafen. Und ich hoffe einfach mal, jetzt habe ich die andere Brille mitgenommen, ich wollte doch eigentlich die Future Cam mitnehmen, hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt nicht irgendeinem Überraschungsbesuch zum Opfer fallen. Die legen wir mal wieder weg. Und was sollte ich am besten mitnehmen? Die Spitzhacke, falls wir uns irgendwo hochbauen müssen. Und im besten Fall, ich nehme noch eine Schaufel mit. Und eventuell auch, nur für den Fall der Fälle, unser Schwert. Okay, schnappt euch eure Notizblöcke, denn jetzt geht's los. Ich habe bei so welchen Undercover-Aktionen immer am meisten Angst davor, dass hier plötzlich jemand aufwacht. Dementsprechend immer besonders leise sein. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir von Palle sprechen, er es vielleicht am ehesten natürlich auch in einer seiner Kisten hat. Aber hier ist nichts. Kommen wir da rein. Hier ist auch nichts. War hier. Da war Palles Kleid. Oh Gott. Okay. Mana, Mana, Mana. Aber nichts. Nee, Rod of the Seas. Nah dran. Nah dran. Okay, aber hier ist auch nichts. Ihr habt ja auch irgendwas von einer versteckten Kiste gesagt. Oh Gott, was ist das denn für eine schwarze Magie? Den Schalter drücke ich mal lieber nicht. Das sieht auch nicht so aus, als wäre da drunter was Verstecktes. Oder hat er das vielleicht doch mit Maudado und Zombie geteilt, um eventuell natürlich... Er darf das ja auch nicht haben, das Objekt. Ich schaue trotzdem nochmal kurz. Hier. Pulvererz. Maudados Kiste. Ich kann natürlich auch keinen Artikel darüber schreiben, wenn ich keine Tatsachen habe. Also, jetzt... was war da? Aura Smasher. Ja, wir sind hier immer noch ein seriöses Blatt und nicht irgendwie so eine Klatschkolumne, die hier jedes kleine Gerücht aufgreift, ohne da eben handfeste Beweise dahinter zu haben. Dementsprechend tue ich mich damit immer so ein bisschen schwer und, ernsthaft? Ihr hängt das... das ist sie doch. Moment... Rod of the Skies. Ihr hängt das einfach so auf? Und vor allem, dass es stimmt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre schon längst weg. Leute, aber jetzt brauchen wir mal ein paar nice Fotos hier. Und nochmal eins von weiter weg. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr gute Zusammenarbeit, Leute. Richtig, richtig gut. Genauso muss das funktionieren. Jetzt reizt es mich natürlich schon, das auszuprobieren, ne? Aber das Risiko gehen wir lieber nicht ein. Oder? Ich habe natürlich auch Angst dann, wenn die Buddies das mitbekommen, dann kriegen wir richtig Ärger. Wir lassen das lieber. Aber es ist sehr fahrlässig. Bei den ganzen Leuten hier, die hier wohnen, bin ich bestimmt nicht der Einzige, der das hier... Ich meine, das ist ja auch mega offensichtlich, dass es da einfach hängt. Vielleicht nur mal ganz, ganz kurz. Nur mal ganz, ganz kurz. Nein! Reiß sie zusammen, Bergmann. Du bist der Gute hier. Du nutzt das nicht aus. Nein, es kommt wieder zurück. Nochmal schnell richtig drehen. Wie war das jetzt? Ich hoffe, es war so. Okay, wir haben die Beweise. Und man muss Paluten ja zumindest zugute heißen, dass er das nicht nutzt. Aber es wäre natürlich auch nicht verkehrt gewesen, das Ganze zu vernichten. Vor allem, weil das Item, glaube ich, nach euren Informationen auch nicht wirklich gefährlich ist. Also... Man kann dadurch wohl angeblich fliegen, das wissen wir. Aber es ist nicht so, dass man damit jetzt etwas sprengen könnte, was ja zum Beispiel viel, viel wichtiger ist. Und da habt ihr zum Beispiel auch den sehr, sehr, sehr guten Hinweis gegeben, dass wir vermutlich unbedingt einmal bei der Behausung bzw. der Inselkette von Revi vorbeischauen sollten. Denn dort wird offenbar eine Rebellion geplant. Man weiß noch nicht, ob sie friedlich oder eben doch sehr feindselig gestimmt ist. Dementsprechend auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Und was ich auch sehr komisch fand, war, dass Veni uns in einem seiner Berichte irgendwie so ein bisschen vorgeworfen hat, wir hätten hier Dreck am Stecken. Wo doch er viel eher derjenige ist, der hier momentan versucht, den Baum abreißen zu lassen, in Zusammenarbeit mit Corona, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Dieser Baum hier von
Herrn Unge soll abgerissen werden. Da gab es eine Abstimmung und momentan sieht alles so aus, als würde das hier bald alles weggesprengt. Und wofür? Damit der Turm, dieses dubiose Industriegelände, wer weiß, was da drin vor sich geht, was da vielleicht für Chemikalien gebraut werden, damit nur damit das noch größer wird. Das ist doch eigenartig, oder nicht? Das sieht für mich langsam aus wie so ein MechWarrior oder irgendwie so eine Raketenabschussbasis. Ich traue mich aber auch, ehrlich gesagt, wirklich nicht reinzugehen, weil Hausfriedensbruch, damit machen wir uns, wie gesagt, strafbar. Was wir bräuchten, ist eine Art Presseausweis oder irgendetwas, was uns die Möglichkeit gibt, eben hier uns Zutritt zu verschaffen zu den Häusern. Und vielleicht sollte ich da einmal mit den Bürgermeistern sprechen. Ich weiß nur nicht, wer das ist, ob das eventuell doch tatsächlich die Buddies wären. Wobei ich ehrlich gesagt, gerade nach dem, was uns passiert ist, ich zeig's euch hier nochmal, ich ungern ehrlich gesagt mit denen nochmal Kontakt aufnehmen wollen würde. Aber auf der anderen Seite, wie so oft, eine Hand wäscht die andere, ne? Corona ist da. Guck, er schielt schon so komisch auf den Baum. Wir könnten ihn zumindest mal fragen, was denn an dem Gerücht dran ist. Hallo? Herr Corona? Hallo? Herr Corona? Holy Sch- Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja? Herr Corona, ich habe nur eine ganz, ganz kurze Frage. Ich möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Ihnen der Baum da hinten ein mächtiger Dorn im Auge ist. Können Sie mir darüber vielleicht ein paar Informationen geben? Der Baum nimmt mir in erster Linie halt die Sonne. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil dann liege ich immer hier schön so, ne, neben meinem Kaktus. Ja. Ja? Ich habe hier meinen kleinen privaten Strand. Da ist ein bisschen Gras drüber gewachsen, aber normalerweise auch hier vorne zum Beispiel. Ja. Oh ja. Ein bisschen Privatstrand und da stört der Baum natürlich ein bisschen. Wollen wir vielleicht kurz in Ihr Haus gehen? Das Na, selbstverständlich. Kommen Sie rein. Ist noch ein bisschen modrig hier. Was ist denn mit den Bewohnern des Baumes? Was soll denn mit denen passieren? Ja, ich habe da mal so ein Projekt über den Urwald gelesen. Also alles, was in den Bäumen lebt, wird halt mit umgesiedelt. Das heißt, der komplette Baum würde dann samt Einwohnern umgesiedelt werden, ja? Ja. Aber Sie wollen auf jeden Fall eine friedliche Lösung, ja? Sie wollen jetzt nicht hier irgendwie... Ich lege jetzt mal die Karte auf den Tisch. Ich habe, wie gesagt, gehört, dass Sie mit aller Gewalt versuchen, diesen Baum eben zum Einsturz zu bringen, um so die Bewohner des Baumes dazu zu zwingen, umzusiedeln. Aber Sie versuchen das trotzdem auf diplomatische Art und Weise zu klären. Wenn Sie das so schon sagen, dann ja. Das heißt, es stimmt nicht, oder... Friedlich ist immer gut. Friedlich. Hm? Okay. Dann die letzte Frage. Dürfte ich diese Information für einen Artikel benutzen? Ich habe das Gespräch gerade mitgeschnitten. Wäre das dann nicht vielleicht gut, wenn Sie es vorher gefragt hätten? Ich frage nie grundsätzlich vor dem Gespräch. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Wenn Sie mich da gut stehen... Ja, friedliche Lösung. Betonen Sie die friedliche Lösung, bitte. Aber dann ist es in Ordnung. Das werde ich. Weil nichts anderes haben Sie ja vor, nicht wahr, Herr Corona? Selbstverständlich. Okay. Ich bin der Hausmeister. Schauen Sie mich an. Ich bin nur um das Wohl aller Bewohner hier besorgt. Oh Gott, was war das denn? Ein Skelett. Sehen Sie das? Ja, das war wirklich schon heldenhaft. Das räume ich Ihnen mal ganz kurz weg, weil ich bin ja auch um Ihr Wohl besorgt. Sie sind ja auch ein Bewohner dieser Stadt. Ich merke schon, Sie machen eigentlich einen vertrauenserweckenden Eindruck. Aber ich werde das mit dem Baum hier im Auge behalten, okay? Machen Sie das. Gut. Und ich werde auch die Meinung derjenigen einholen, die den Baum bewohnen. Und sollte da irgendein Widerspruch zustande kommen, Herr Corona, dann sprechen wir das doch einmal. Wenn Sie ihn erreichen können, ja, dann auf jeden Fall. Das werde also ich habe schon mehrfach gerufen. Ich weiß nicht, was da oben stattfindet, aber... Von hier unten hört er mich auf jeden Fall nicht. Wissen Sie denn, was in diesem Turm da hinten stattfindet, da links daneben? Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Alles, was ich gehört habe, ist, dass dieses voluminöse Monument gerade mal die Hälfte seiner Größe erreicht hat. Doppelt so hoch soll das sein. Ja. Aber dann haben Sie doch wieder keine Sonne. Das ist korrekt, ja. Das heißt, das Ding ist Ihnen eigentlich auch ein Dorn im Auge, oder? Guten Abend, Corona.
Wir hören uns. Herr Bergmann. Vorsicht, drehen Sie sich lieber um. Drehen Sie sich um. Drehen Sie sich um. Was war das denn, Alter? Ich glaube, der kam vom Baum. Sehen Sie, was dieser Baum mit uns macht? Das war richtig gefährlich, Mann. Okay, ich bin weg hier. Danke, Herr Corona. Tschüss. Tschüss. Mal Butter bei den Fische. Das war's jetzt aber hier. Ich will einfach nur nach Hause. Oh Mann, ey. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Warum sind Creeper immer so bepicht darauf, mir alles wegzusprengen, was mir lieb und heilig ist? Mein Haus, meine Brücke, mein Leben. Wenn ihr noch weitere Beweise habt für mich, dann sehr, sehr gerne einfach per Twitter, Hashtag FromTheFuture oder eben in den Kommentaren dieser Folge gerne alles reinballern. Und ansonsten setze ich mich jetzt in den nächsten Tagen an die Folge und schaue mal, was ihr mir noch so an Informationen liefert. Leute, das soll es gewesen sein. Euch noch einen fantastischen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. 19 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Ihr Tim Bergmann von der From the Future Zeitung.